Der Hungaroring, etwa 20 Kilometer nordöstlich der ungarischen Hauptstadt Budapest gelegen. Die knapp 4,4 Kilometer lange Rennstrecke befindet sich in der Nähe des kleinen Städtchens Mogyorod, das mit etwas mehr als 6000 Einwohnern durchaus als beschaulich bezeichnet werden kann. Das Fahrerlager der ETAC aufgrund der weltweiten Pandemie in Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus nahezu hermetisch abgeriegelt. Die Rennen in Ungarn müssen dieses Jahr leider ohne Zuschauer stattfinden und ohne einige Rennfahrer, die aus unterschiedlichen Gründen die Reise nach Ungarn nicht antreten konnten oder wollten. Darunter Sascha Lenz, der Mann, der nach Rennwochenende 1 in Most die Gesamtwertung anführt und per Facebook an seine Fans schrieb. Außerdem fehlen René Reinhardt, André Kursim und auch Jamie Anderson. Die Gesamtwertung vor den Rennen am Hungaroring. Sascha Lenz grüßt von der Tabellenspitze, der wie erwähnt nicht dabei ist. Dahinter dann Kiss, Latzko und Hahn. So ist also zu erwarten, dass die Champions der vergangenen 9 Jahre, Jochen Hahn, Adam Latzko, Norbert Kiss, wohl die heißesten Eisen im Feuer sind. An erster Stelle zu nennen Norbert Kiss, der Lokalmatador. In Ungarn auf seiner Heimrennstrecke immer bärenstark. In diesem Jahr ganz besonders stark einzuschätzen, denn mit dem komplett neu aufgebauten MAN Revesh Truck ist Kiss ein ernstzunehmender Titelkandidat. Das Team, nach dem Wochenende in Most nicht untätig, war testen. We've been here in the Hungaroring. Ja, wir waren hier auf dem Hungaroring und haben einige Bremsentests gemacht. Nach dem Bremsproblem, das wir in Most hatten. Ich denke, wir haben eine gute Lösung gefunden. Wir werden sehen, beim Test haben wir jedenfalls fast 4 Renndistanzen absolviert. Das war gut, es hat alles funktioniert, aber jetzt sind andere Bedingungen. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. Einen extrem starken Eindruck hatte Adam Latzko bei seinen Heimrennen in Most hinterlassen. Der Tscheche im Bugira Freightliner, speziell im Regen immer eine Bank, macht sich deshalb wohl die wenigsten Gedanken aller Fahrer bezüglich guter Resultate. Normalerweise sind wir ja im Mai oder im Juni hier. Jetzt sind wir im Oktober und hier am Hungaroring im Oktober regnet es sehr oft und es ist kalt. Aber diese Bedingungen, naja, ich mag sie, weil es nass ist und ich sehr gerne unter nassen Bedingungen fahre. Wir werden sehen, was heute und morgen bei den Rennen passiert. Die Bedingungen auch für den amtierenden Europameister Jochen Hahn nicht ganz einfach. Der Deutsche aber optimistisch, dass er mit seinem Iveco-Truck ein Wörtchen mitreden kann, wenn es darum geht, um die Pole-Position oder den Rennsieg zu fahren. Es ist so, dass in der Vergangenheit der Adam immer sehr schnell war im Regen. Toni auch nicht unterschätzen. Der Norbert, weiß ich nicht, hat mal einen hellen Moment im Regen. Das können wir ihm. Wir sind in Ungarn, das ist sein Heim-Grand Prix. So ist es auf dem Nürburgring, wenn wir fahren. Nee, du, der Beste soll gewinnen und so wie es kommt, kommt. Und ich ärgere mich jetzt nicht, wir wollen jetzt lernen. Wir wollen dann im Winter einfach aus dem Gelernten uns verbessern. Ich als Fahrer, wir als Team mit dem Renntrag. Die nächste Runde in diesem ewigen Duell kann also beginnen. Qualifying, die knapp 4,4 Kilometer lange Rennstrecke, der Hungaroring, bietet im Normalfall nur wenige Überholmöglichkeiten für die Truckpiloten. Ganz entscheidend also das Zeittraining, denn wer hier vorne steht, hat den Großteil der Ernte meist schon eingefahren. Und wie erwartet, ist Adam Latzko das Maß der Dinge bei nassen und rutschigen Bedingungen. Der 36-jährige Tscheche im Freightliner, schnellster in der Superpole, rund eine Sekunde besser als Anthony Janiek. Jochen Hahn, 1,7 Sekunden zurück auf Rang 3. Norbert Kiss dagegen ohne diesen einen hellen Moment, hat kleinere technische Probleme, während des Qualifyings er nur auf Rang 5. Der Lokalmatador nimmt sich anschließend aber trotzdem die Zeit, um die Strecke vorzustellen, Ticket lösen, einsteigen und einfach mal mitfahren. Here we are on the Hungaroring. It's my home circuit, so
Hallo, hier sind wir auf dem Hungaroring, das ist meine Heimstrecke. Ich mag sie sehr, aber die Strecke war heute nass. Bei Nässe kann es sehr schwierig sein, die Start-Ziel-Gerade hier ziemlich lang, die erste Bremszone bergab. Eine ziemlich harte Bremszone von 160 km/h. Wir haben eine sehr langsame Haarnadelkurve hier in der ersten Kurve der Strecke. Und dann muss man möglichst gut herausbeschleunigen, ein wenig nach rechts. Dann geht's unter der Brücke durch und dann wieder eine harte Bremszone von 160 km/h runter. Die zweite Kurve ist auch ziemlich schwierig, da sie ein wenig nach außen hängt. Wir müssen darauf achten, nicht zu schnell zu fahren, da es nicht einfach ist, auf der Ideallinie zu bleiben. Hier verwenden wir sozusagen die nasse Linie. Kurve 3, wichtig wieder zu beschleunigen, es geht einen kleinen Hügel rauf, schnell wieder auf die Gerade rauskommen. Die vierte Kurve nennen wir in Ungarn die Menzel-Kurve. Wenn Sie sich daran erinnern, was hier mit Nigel Menzel passiert ist, dann wissen Sie genau warum. Auch eine ziemlich schwierige Kurve, schwer einzusehen, weil es bergauf geht und dann wieder bergab. Kurve 5. Eine ziemlich lange Rechtskurve, eine der einfacheren Kurven am Hungaroring. Kurve 6 und 7, die Schikane am Hungaroring, ziemlich schwierig, besonders bei Nässe. Sehr eng, sehr langsam. Man muss auf die Linien achten und die Streckenbegrenzung. Hier ist Theo Calvé vor mir, der am Ausgang der Kurve ein wenig driftet. Nach der Schikane kommt eine Links- und dann eine Rechtskurve. Wirklich wichtig, hier eine gute Linie zu haben. Wenn du keine gute Linie hast, verliert man doppelt. Dann die Kurven 10 und 11. Wir werden immer schneller. Die Kurve 11, tatsächlich eine der schnellsten Kurven hier auf der Strecke. Bei Nässe ein bisschen rutschig. Ich komme auch leicht ins Rutschen. Dann die nächste Anbremszone, Kurve 12. Ziemlich langsam, 90 Grad, langsame Kurve, schwieriger Ausgang wegen der Curbs hier links und des Kunstrasens. Das ist die vorletzte Kurve, eine sehr lange Links. Du musst auf der Ideallinie bleiben, besonders wenn es nass ist. Und hier ist die Boxeneinfahrt rechts, wenn du in deine Garage fahren willst. Die letzte Kurve, wieder eine sehr, sehr lange rechts, sehr hart für die Vorderreifen. Im Rennen muss man extrem aufpassen, dass man die Vorderreifen nicht zu schnell ruiniert. So, das war's. Ich freue mich jetzt auf ein schönes Wochenende auf meiner Heimstrecke. Ich hoffe, einige gute Ergebnisse zu erzielen, einige Podestplätze, vielleicht auch ein paar Siege. Wir werden sehen. Rennen 1 bei komplett nasser Strecke, der Mercedes Pace Truck wie immer der Leading Truck in der Formation Lab als erster in der Startaufstellung. Auf Startposition 1 Adam Latzko. Daneben überraschend Anthony Janiek, der Franzose. Der begnadete Regenfahrer aus Tschechien, also mit hohen Erwartungen an sich und das Rennen. Neben ihm der genauso routinierte Franzose im gelben MAN des Lion Truck Teams. Reihe 2. Jochen Hahn im Iveco mit der Startnummer 1, auf der Innenseite außen Antonio Albacete, der Spanier. Eine Reihe dahinter, Norbert Kiss, der wie gesagt im Qualifying kleinere Problemchen hatte. Neben ihm der beste Goodyear Cup-Pilot Steffen Faas im Scania. Letzte Überprüfung der Streckenverhältnisse durch den Voraustruck, gestellt von Iveco, der immer beim 5-Minuten-Schild auf seine Runde geht. Nur 10 Grad Lufttemperatur und noch weniger Asphalttemperatur. Der Start zum ersten Rennen allerdings unter gelber Flagge wegen nasser Strecke. Latzko vorne, dahinter dann Janiek, Hahn, Albacete, Kiss, Faas, Calvé und Halm. Die Strecke extrem rutschig, die Zeiten gut 20 Sekunden langsamer pro Runde als bei trockener Piste. Dann nach Runde 1 das Rennen freigegeben und Adam Latzko zeigt in beeindruckender Art und Weise, dass er sich wie kein anderer auf diesem feuchten Parkett zu bewegen weiß. Nach einer Runde der Vorsprung schon rund 4 Sekunden, dahinter dann ein Viererpack mit Anthony Janiek, Jochen Hahn, Antonio Albacete und im roten Truck der Lokalmatador Norbert Kiss. Die Teams an der Boxengasse immer voll im Bild, verfolgen das Rennen hier im Livestream. Gewohnter Service also für alle, die nicht live vor Ort dabei sein können. In Runde 8
schnappt sich Norbert Kiss den Spanier Albacete eingangs von Turn 1 eine Aktion, mit der der Mann im Truck mit der Startnummer 2 wohl nicht gerechnet hat. Innen vorbei, kürzere Wegstrecke, Kiss also Vierter. Ende von Runde 9. Kiss an der Stoßstange von Jochen Hahn. Ganz eng geht's zwischen diesen beiden Routiniers des Truckrennsports zu. Kiss auf der Innenseite setzt sich neben Jochen Hahn. Etwas später gebremst von Norbert Kiss. Die innere Linie, Jochen Hahn versucht den Konter zu setzen. Aber Norbert Kiss mit der besseren Traktion raus aus Turn 1 übernimmt, also Rang 3. Und im Goodyear Cup, da muss sich Steffen Faas gegen die Angriffe von Theo Calvé zur Wehr setzen. Die beiden auf den Positionen 6 und 7. Calvé probiert's, leichter Kontakt. Faas bleibt vorne. Calvé hat zu viel gewollt und verliert wieder an Boden. Nach 11 Runden auf dem Hungaroring setzt sich Adam Latzko in beeindruckender Art und Weise durch. Hat unfassbare 24 Sekunden Vorsprung auf Anthony Janiek. Der zwar als Zweiter die Zielflagge sieht, aber wegen Missachtung der Tracklimits eine Zeitstrafe bekommt und auf Rang 7 zurückfällt. Dadurch Norbert Kiss Zweiter, Jochen Hahn am Ende Dritter, Antonio Albacete auf Rang 4. Adam Latzko im Regen also mal wieder nicht zu bezwingen. Dieser Mann ist einfach ein Phänomen. Platz 1 auf dem Podium für den Tschechen. Nach schwierigem Qualifying Kiss und Hahn auf den beiden weiteren Plätzen auf dem Siegerpodest. Das Ergebnis im Überblick. Achte wird Steffi Halm. Sie darf im nächsten Rennen also von der Pole Position starten. Ich mag es echt besonders. Schon als ich mit 6 Jahren im Go-Kart anfing, jedes Mal, wenn es regnet, bin ich an der Spitze. Und das ist jetzt schon seit 30 Jahren so. Ich mag es einfach so. Jeder andere hier hat Angst, wenn es regnet. Ich dagegen finde es wunderbar, wenn es regnet. In der Goodyear Cup-Wertung triumphiert Steffen Faas in seinem Scania-Truck mit der 24 vor Theo Calvé, dem jungen Franzosen, und Luis Recuenco. Auf der besten Startposition für Rennen 2, wie erwähnt, Steffi Halm, die Deutsche im Iveco Race Truck mit der 44. Neben ihr startet Anthony Janiek, der Franzose also erneut in Reihe 1. Dahinter dann Reihe 2, das direkte Duell in der Goodyear Cup Kategorie, Theo Calvé gegen Steffen Faas. Die Einführungsrunde und alle Augen bitte auf den gelben Truck von Janiek, denn der Franzose muss seinen MAN wenige Meter später mit Elektrikproblemen an äußerst ungünstiger Stelle auf der Strecke abstellen. Startverzögerung 15 Minuten. Nachdem der Franzose abtransportiert wurde, geht's dann los. Steffi Halm vorneweg darf eine Runde lang nicht überholt werden, weil das Rennen erneut unter Gelb gestartet wird. Erneut nasse Fahrbahn, der Regen hat zwar etwas nachgelassen, trotzdem extrem schwierige Bedingungen für alle Fahrer. Das scheint einen aber überhaupt nicht zu tangieren. Norbert Kiss. Er pflügt von Anfang an durchs Feld und geht hier an Steffen Faas vorbei. Ist in Runde 2 schon Vierter. Und wenig später geht Kiss auch am vorausfahrenden Antonio Albacete vorbei. Dann Runde 3. Kiss gegen Calvé. Der Franzose im Bugira Freightliner ohne Chance gegen den ungarischen Routinier im roten Revestrack. Kiss auf Rang 2, direkt hinter Steffi Halm. Wenige Runden später gegen Rennmitte ist es dann soweit. Norbert Kiss, der von Rang 7 gestartet ist, übernimmt die Führung und fährt danach dem Rest des Feldes auf und davon. Steffi Halm auf Rang 2 unter Druck von Theo Calvé. 4 Runden vor Schluss, etwas überraschend probiert's Calvé außen in Turn 12 und geht vorbei an der Frau im orange-weißen Iveco Race Truck. Und der anschließende Konter von Steffi Halm sitzt nicht perfekt.
Calvé bleibt Zweiter, Halm nur noch Dritte. Während Norbert Kiss, der Führende, einsam seine Runden zieht in Rennen 2 und zeitweise mehr als 16 Sekunden Vorsprung. In der vorletzten Runde dann interner Teamkampf um Rang 2. Calvé gegen Latzko, der Routinier mit dem Regenpopometer, lässt seinem 17 Jahre jüngeren Teamkollegen nicht den Hauch einer Chance. Und hier unschwer zu hören, dass an Halms Truck irgendwas nicht stimmt. Das Rennende für die Deutsche in der vorletzten Runde. Ja, ich dachte, Podium ist futsch, halte ich an. Nein, Quatsch. Es war tatsächlich sehr, 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 sehr langwierig, dieses Rennen. Nein, ich bin aufs Gas gegangen und der Ecke hat kein Gas mehr angenommen. Ich habe dann noch die Gänge runtergeschalten, aber egal in welchem Gang, hatte ich keinen Vortrieb mehr. Und dann ist er ausgegangen, habe geparkt und habe dann gewartet, bis das Rennen zu Ende war. Am Ende gewinnt Norbert Kiss mit über 15 Sekunden Vorsprung, ähnlich beeindruckend wie zuvor in Rennen 1 Adam Latzko. Der wird Zweiter vor seinem Teamkollegen Theo Calvé. Strahlender Sieger aber Norbert Kiss, der Ungar. Der erste Sieg für ihn am Hungaroring seit 3 Jahren. Das Ergebnis von Rennen 2 im Überblick. Trotz Platz 1 für Kiss und trotz dieses beeindruckenden Rennens und der Performance ist er selber nicht ganz zufrieden mit dem Erreichten an diesem Tag. In Bezug auf die Meisterschaft ist das nicht das beste Ergebnis, das wir uns erhofft hatten. Da Adam das erste Rennen gewonnen hat, hat er mehr Punkte heute. Der Gewinn des Reverse Grid Rennens gibt nur halbe Punkte. Eigentlich hat Adam also seinen Vorsprung gegenüber uns vergrößert. Samstagabend, damit die ETRC-Teams auch am nächsten Renntag wieder mit optimal vorbereitetem Racetruck antreten und die 1200 PS gut auf die Straße bringen können, sind natürlich neue Reifen fällig. Reifenpartner ist Goodyear. Schon seit 2004 ist die Firma mit dem markanten gelben Schriftzug Ausrüster im Truckrennsport. Mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail werden die Reifen jedes Wochenende montiert und vorbereitet. Sonntagmittag, Rennen Nummer 3, sieht die beiden dominierenden Fahrer des vorherigen Tages gemeinsam in Reihe 1. Auf der Innenseite Norbert Kiss, der Trainingsschnellste, neben ihm Adam Latzko. Auf der Außenseite beide mit jeweils einem Sieg bei regnerischen Bedingungen tags zuvor. Der Start. Latzko mit der Schnauze leicht vorne, weil Kiss den Start minimal verschlafen hatte. Trotzdem setzt er sich in Kurve 1 innen durch und macht sich dann in den folgenden 11 Runden auf und davon. Dahinter entwickelt sich ein spannendes Duell um Rang 2, ohne dass Jochen Hahn eine Chance gehabt hätte, an Latzko vorbeizukommen. Das Duo über die gesamte Renndistanz immer dicht zusammen. Überholmanöver aber im gesamten Rennen mangelbar. Am Ende gewinnt Norbert Kiss mit 13 Sekunden Vorsprung dieses Rennen, feiert seinen zweiten Sieg an diesem Wochenende vor Adam Latzko und Jochen Hahn. Das Ergebnis von Rennen 3 hier im Überblick. Dank seines Erfolgs übernimmt Norbert Kiss auch die Führung in der Meisterschaft. Und zwar mit 3 Punkten vor Adam Latzko. Jochen Hahn hier Dritter, auch Dritter in der Meisterschaft. Das ist natürlich unser Ziel, vorne zu stehen und hoffentlich die Meisterschaft zu gewinnen. Das zweite Rennen ist immer schwierig am heutigen Tag. Alles kann passieren und normalerweise gibt es harte Positionskämpfe. Wir versuchen, gleich dann in der Nähe von Adam zu bleiben, um den Punkteabstand nicht wieder kleiner werden zu lassen. Und hoffentlich bleiben wir auch in diesem Rennen an der Spitze. Davon ist der Mann hier im Racetruck mit der Startnummer 25 weit entfernt. Clemens Hecker fährt seit 4 Jahren Truckrennen, 2020 seine erste komplette ETRC-Saison. Wir haben den Unternehmer in der Zement- und Natursteinindustrie besucht. Hallo. Moin. Moin, moin. Wie geht's? Ja, am besten gut, ne? Ja. Mal. Wie kommt's dazu, dass Clemens Hecker in dieser Saison in der ETRC quasi komplett mit dabei ist? Ja, wir haben ja angefangen 2017. Wo ich vom Mehrwindler Nagelfort, oder eigentlich 2016 vom Mehrwindler Nagelfort, einen alten Renntrack gekauft habe, einen Scania, welchen wir dann über die Saison oder über den Winter neu aufgebaut haben und haben gemerkt, dass das Spaß macht, dass das Potenzial da ist. Aber das Auto dann auch irgendwo am Ende war, so kam er dann zum ersten MAN.
Am Nürburgring kam es dann halt noch dazu, dass wir gegenüber vom René Reinhardt gestanden haben, der im letzten Jahr das erste Mal auf Iveco am Start war und hatte dann halt diesen MAN noch in Lübbenau in der Halle stehen. Ja, der Cage ist ja noch blau innen drin. Und den haben wir auch so gelassen, weil den Cage einzeln zu lackieren ist halt relativ aufwendig. Und ich habe früher Go-Kart gefahren und dann haben wir lange Zeit überhaupt nichts gemacht. Wir sind früher immer zum Nürburgring gefahren mit den Oldtimern, haben da als Wochenende verbracht, haben Truck Race geschaut. Und ja, das ist immer, wenn man auf dem Speditionshof groß wird, gehört das nun mal halt dazu. Ne? Ich habe dann irgendwann angefangen mit Scania halt zu sammeln. Erst die Autos aus meinem Baujahr, dann die Autos, die ich selber bei uns im Betrieb gefahren habe, die wir dann nicht verkauft haben, sondern einfach in die Ecke gestellt haben, ausgemustert haben, die wir heute noch bewegen. Gut, die Haubenwagen, wie wir sie hier haben, das sind beides 2005er Baujahre, das heißt, welche von den letzten. Gerade dieses Auto ist der größte Motor, den es damals gab, mit der großen Kabine. Und macht einfach Spaß, sie zu bewegen. Und wenn ich die Chance habe, dann auch selber mal einen LKW zu fahren, dann muss es natürlich auch Scania sein. Jetzt zählt er also zum erlesenen Kreis der FIA Truck Europameisterschaft. Das letzte Rennen des Wochenendes bringt nochmal Motorsport par excellence mittendrin. Theo Calvé. Ich bin bereit für den letzten Start des Wochenendes. Starte von der Pole Position. Zum ersten Mal in der Europameisterschaft. Toll für mich. Und ich hoffe, dass das Rennen für mich auch gut wird. Der Start wie gewohnt fliegend und mit dem Kommando für Antonio Albacete. Der von Position 5 direkt hinter Steffen Faas ins Rennen geht. Jochen Hahn von Position 6 etwas besser als Albacete sitzt Faas hier im Nacken hinunter auf die erste Kurve zu. Ganz vorne Anthony Janjek vor Calvé. Französisches Duell um die Führung und ganz hinten wilder Drift von Clemens Hecker. Runde 1, Attacke von Kiss geht in der Schikane vorbei an Hahn. Das Ganze nochmal aus der Hecksicht von Steffen Faas. Ende der ersten Runde, Calvé gegen Halm. Gegen Faas und gegen Kiss. Und wenn drei sich streiten, freut sich in diesem Fall die vierte. Steffi Halm rutscht nämlich vor auf Rang 2, weil sich Calvé und Kiss in den letzten beiden Kurven vor Start und Ziel gegenseitig behindern. Die Heckkamera von Steffi Halm zeigt das Duell. Links Norbert Kiss, rechts Theo Calvé. Eine halbe Runde später. Die Lieblingsüberholstelle von Norbert Kiss. Vorbei an Steffi Halm, die kein Risiko eingeht und den schnellen Ungarn vorbeilässt. Goodyear Cup-Wertung Mitte des Rennens. Calvé vor Faas, während ganz vorne Norbert Kiss an Anthony Janjek vorbeizieht und sich die Führung holt. Und wenig später muss sich Anthony Janjek gegen einen übers Wochenende immer besser werdenden Jochen Hahn erwehren. Anfang der achten Runde. Kurve 1, Platztausch, Janjek gegen Hahn. Da ist Norbert Kiss aber schon über 8 Sekunden enteilt. Der Lokalmatador gewinnt am Ende das letzte Rennen am Hungaroring und feiert seinen dritten Sieg an diesem Wochenende und baut damit die Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Da darf man schon mal ein bisschen Gummi verbrennen und sich anschließend so richtig freuen. Der Kiss'sche Trophäenschrank dürfte wohl bald vergrößert werden müssen. Zweiter Jochen Hahn, dritter Anthony Janjek. Das Ergebnis von Rennen 4. Der dominierende Fahrer Norbert Kiss. Was für ein Wochenende für den Ungarn und sein Revesh Truck Racing Team. Hier ist er, Gott, Vater wäre falsch, aber hier ist er einfach im Trockenen unschlagbar. Das ist so, das war früher schon so. Kann man respektieren. Fertig. Ja? Wenn ich auf meiner Hausstrecke Tag ein, Tag aus fahre mit allen möglichen Fahrzeugen, die sich bewegen, dann kann man das auch verlangen. Gönn's ihm. Wir gehen nach Misano, da habe ich, glaube ich, einen kleinen Vorteil und dann schlagen wir zurück. Im Goodyear Cup stehen im letzten Rennen Calvé als Laufsieger, dazu Faas und Hecker auf dem Podium. Steffen Faas mit seinen beiden Siegen in den Hauptrennen Spitzenreiter.
in dieser Wertung, während in der FIA-ETRC-Wertung Norbert Kiss 6 Punkte vor Adam Latzko und 20 Zähler vor Jochen Hahn liegt. Norbert Kiss also, der Mann des Wochenendes, ganz zur Freude der ungarischen Sportministerin, die ihrem Landsmann am Sonntag die Ehre erwies und höchstpersönlich am Hungaroring vorbeischaute, um zu gratulieren.